Hallo ihr Lieben, hallo Roses, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Also, bevor wir anfangen, einige wundern sich ja immer, warum meine Haare hier sind. Leute, ich habe halt Shrinkage. Ich habe ja auch schon mal ein Video darüber gemacht. Shrinkage ist diese krasse Schrumpfung, was halt eben Afro-Locken haben. Das ist halt eine typische Eigenschaft bei unseren Haaren. Und ich habe das immer. Meine Haare gehen mir momentan bis hier. Ich habe das Gefühl, meine Haare wachsen gerade auch nicht so richtig. Ich habe halt auch gerade so einen Moment mit meinen Haaren, wo sie halt extrem brechen. Ich habe ja schon erzählt, woran es liegen könnte. Ich gebe mir Mühe, da entgegenzuwirken und es braucht halt einfach alles seine Zeit. Also manchmal hat man halt einfach diese, ne, diese Phasen mit den Haaren, mit dem Leben, wo nicht immer alles probiert und alles funktioniert. Aber es ist halt wichtig, dass man trotzdem am Ball bleibt. Also ich gebe denen immer noch Feuchtigkeit und gucke, dass sie halt die nötige Pflege bekommen. Also wundert euch nicht, ich habe sie nicht geschnitten. Ich habe nur krass Shrinkage, ne? Genau, also richtig krass schon. Also ich kann es auch nicht mal richtig runterziehen. Ja, doch. Jetzt ist das ruiniert. Genau. Dann fangen wir mal an. Also, in dem heutigen Video möchte ich gerne über... Ist irgendwie voll hell, oder? Ich hoffe, ihr seht mich. Und ihr seht mich nicht überlichtet. In dem heutigen Video möchte ich über das Thema... über das Thema Protective Hairstyles reden. Wahrscheinlich kennen halt einige dieses Wort, das kommt aus dem englischsprachigen Natural Hair Community. Und Protective bedeutet halt schützend und Hairstyle bedeutet halt eben Haarstyles, genau. Sowas wie Braids, Twist, Cornrows und ja, genau, und das Ganze halt. Und ich nenne das halt immer schützende Haarstyles. Und man kann halt Protective Hairstyle eben mit Kunsthaaren machen oder mit echt, also mit Extensions, mit Kunstextensions, aber mit Echthaar oder mit Ex-Haar-Extensions, aber auch mit seinen eigenen Haaren machen. Das ist dann zum Beispiel Twist-Outs oder Braid-Outs oder allgemein Twist, die man halt macht mit den eigenen Haaren und drin lässt oder mit Braids oder sonstiges, was man halt eben mit den Haaren machen kann. Manche flechten dann irgendwas mit ihren Haaren und lassen das dann für eine Woche oder länger drin. Das ist auch eine Art von Protective Hairstyle oder wie gesagt mit den Kunsthaaren wäre das sowas wie Braids, Twist, also mit Kunsthaaren und so. Und Protective Hairstyle hat eigentlich den Auftrag, die Haare zu schützen. Die Haare sollen einfach eine Pause bekommen, du selbst sollst eine Pause bekommen von deinen Haaren, dass sie dann in Ruhe wachsen können, weil man hat sonst immer ständig die Hände in den Haaren und man strapaziert sie und mit dem Protective Hairstyle kann man so sagen, ich lasse meine Haare jetzt mal in Ruhe, ich gönne mir auch eine Pause, ich gönne ihnen eine Pause. Und wie gesagt, schütze meine Spitzen und so, weil die sind eben halt die ältesten Stellen und da brechen die Haare. Haare wachsen von hier, brechen aber da. Und wenn sie die ganze Zeit hier brechen, dann sieht man halt einfach auch nicht die Länge und wundert sich so, warum werden meine Haare nie lang, weil sie ständig brechen. Oder man hat wirklich ein Problem, dass die Haare nicht wachsen. Das gibt es natürlich auch. Genau. Ja, also, wie gesagt, Protective Hairstyle haben den Auftrag, die Haare zu schützen, dir und den Haaren eine Pause zu gönnen. Aber auch hat man die Möglichkeit damit halt sich, ja, also man hat die Möglichkeit eben zu experimentieren. Weil manchmal hat man einfach Bock auf was Neues, Bock auf Braids, Bock auf irgendwie vielleicht eine Wig oder so oder auf Twist oder so. Und mit dem Protective Hairstyle kann man halt diese Sachen eben verwirklichen. Ich finde es halt aber wichtig, genau, also ich finde es gut, ich empfehle immer auch Protective Hairstyles zu machen, weil ich höre manchmal so aus den Gesprächen mit den Leuten, dass sie dann sagen, hey Rose, ich muss meine Haare, glaube ich, so wie du offen lassen, damit sie genauso wachsen wie deine. Nee, nee, ich finde es ist halt wichtig, wirklich eine gesunde Mitte zu haben, wo man die eigenen Haare auflässt und aber auch Protective Hairstyles mag. Ist halt nicht gut, wenn man die ganze Zeit Protective Hairstyles hat und so und die eigenen Haare halt nicht so pflegt und sowas. Also man kann die Haare in Protective Hairstyles pflegen, aber man kann sie nicht so richtig pflegen, als wenn sie halt draußen sind. Das ist ja klar, man kriegt das halt nicht so richtig rein, die ganzen Produkte, die ganzen Öle. Aber man kann natürlich gucken, dass sie da drin nicht vollkommen verkümmern und trotzdem ein bisschen Pflege geben. Also so gut, wie es halt geht. Genau, das mache ich zum Beispiel, wenn ich Braids habe. Ich verlinke die Videos am Ende oder in der Infobox, dass ihr sehen könnt, wie ich meine Haare halt in Braids pflege. Was ich nicht gut finde, ist, wenn Leute Protective Hairstyles installieren, das so nennen, aber es eigentlich gar nicht diesen Auftrag hat von Protective Hairstyle, diesen wirklich diesen
majestätischen Auftrag. Studium, majestätischen Auftrag, ja, nein, Scherz. Diesen Auftrag, diesen Oberauftrag hat wirklich diesen Schutz, weil wenn ihr Protective Hairstyles installiert, Braids oder Cornrows oder sonstiges, und ihr macht richtig doll, Leute, das hat nichts mehr mit Schützen zu tun, weil ihr reißt euch die Haare raus und sonstiges. Wenn ihr die Haare da drin verkümmern lässt, sie nicht pflegt, hat es auch wieder nichts mit Schützen zu tun. Also ihr müsst gucken, dass Protective Hairstyles wirklich immer diesen schützenden Auftrag hat. Eure Haare immer Priorität sind. Wirklich, wenn ihr solche Haare installiert, Leute, eure Haare sollten immer Priorität sein. Diese Haare haben den Auftrag, klar, euch, wie gesagt, Abwechslung zu geben und die Haare. Dass ihr so auch ein bisschen Ruhe habt und so. Aber die haben eigentlich den obersten Auftrag, die Haare zu schützen. Also opfere niemals die Gesundheit von euren Haaren für irgendwelche Protective Hairstyles. Macht das nicht, weil am Ende des Tages habt ihr eure Haare. Die wachsen aus euch. Ne? Und das sollte immer Priorität sein, meine Lieben. Das soll. Ich weiß, kennt ihr das Sunday School? Wahrscheinlich alle, die Sunday School waren in der Kirche, wenn die Tanten immer so gemacht haben. So, no, 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 no. Habe ich früher gar nicht verstanden als Kind. Aber es hieß dann so. genau, also wirklich, Leute, eure Haare sind Priorität, ne? Ne? Und nicht die anderen Haare. Gut, und außerdem finde ich das halt wichtig, wirklich ab und zu mal auch die Haare offen zu lassen, weil Leute irgendwann sonst, weil Haarstyles verändern das Gesicht. Ich finde, mein Gesicht sieht ganz anders aus mit Braids, als wenn ich meine eigenen Haare offen habe. Oh Gott, dieser Hobbysänger, ey, ist so schlimm, Nachbarn. Kann ihm nicht irgendjemand, kann bitte dir jemand sagen, dass du nicht rappen kannst? Bitte, es geht einfach nicht. Er kann nicht singen, Leute, aber er singt immer. Und genau zu so einer Zeit, das nervt. Es ist spät. Ach, Mann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ich finde, wie gesagt, ab und zu eure Haare offen zu lassen, weil man verliert dann sonst diesen Bezug zu seinen eigenen Haaren, weil, wie gesagt, wenn du Weave hast, verändert das dein Gesicht. Wenn du Braids hast, es verändert dein Gesicht. Und wenn du ständig irgendwas installierst, hast du irgendwann diesen Bezug nicht mehr zu deinen eigenen Haaren und wie sie dein Gesicht halt einfach formen. Deswegen empfehle ich euch wirklich, klar, ich verstehe, wenn ihr euch nicht wohlfühlt, wenn eure Haare noch kurz sind und ihr sagt, ich fühle mich noch nicht wohl, ich möchte erst mal warten, dass, bis meine Haare halt eben ein bisschen länger sind. Oder allgemein fühle ich mich noch nicht wohl, ich muss mich erst mal langsam herantasten. Ich verstehe das vollkommen, aber guckt, dass ihr wirklich irgendwann an diesen Punkt kommt, wo ihr sagt, ich gehe mit meinen Haaren auch raus, ich lasse auch meine eigenen Haare auch mal offen. Ich weiß jetzt, wie ich sie style, aber man kann Afro-Haare stylen, dass man sich wohlfühlt, Leute. 2020, da haben wir eigentlich keine Ausreden mehr. Wir wissen inzwischen, wie es ungefähr geht. Und ja, deswegen wirklich guckt, dass ihr diesen Bezug noch behaltet mit euren Haaren und sie nicht komplett verliert in diesem, ich probiere mich aus mit Weave, ich probiere mich aus mit Braids, ich probiere mich aus mit dies und das und das und das. Genau, und ich lasse zum Beispiel meine Haare halt immer auf, weil ja, ich bin halt auch ein bisschen empfindlich auf der Kopfhaut. Ich mag nicht so gerne Druck. Ich mache demnächst wieder Braids. Meine Mutter macht nicht so lange, aber ich bin trotzdem echt empfindlich. Ich weiß nicht, vielleicht schreibt ihr auch mal im Kommentarbereich, ob ihr auch so seid. Und ich habe gerne meine Haare auf, vor allem im Sommer, im Herbst, im Frühling, im Winter nicht so gerne, weil, ne, wenn ich dann meine dicke Jacke über habe, dann das geht halt schlecht, wenn ich so ein Afro habe und so. Das ist halt ein bisschen schwierig. Und klar habe ich auch gerne meine Haare auf, weil ich euch inspirieren möchte, auch eure Haare offen zu tragen. Und ich bin auch YouTuberin, ich möchte auch Sachen für euch ausprobieren, vielleicht auch Styles machen. Ich bin da nicht so, ich weiß. Aber ja, im Allgemeinen trage ich gerne meine Haare halt auch auf. Genau. Gut, ich hoffe, ihr könnt mit dem Video was anfangen. Wenn ich was vergessen sollte, werde ich das noch irgendwie verlinken als Kommentar, weil, ne, ich habe immer sehr viel zu erzählen und manchmal vergesse ich einfach was. Ist halt so. Ich kann ja nicht hier vorlesen. Aber ja. Genau, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und ja, wenn euch das Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniere und macht das Glöckchen an, dass ihr halt auch benachrichtigt werdet, wenn ich auch lange nicht mehr ein Video hochgeladen habe, ne? Das Leben eben. Und sonst bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Schreibt mir noch, was ihr sehen wollt. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Bis dann.